Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video. Heute ja wieder eine Rezension zu einem für mich mal wieder ganz besonderen Buch. Die Autorin begleitet mich quasi schon so mein ganzes Leben lang. Dementsprechend war es nicht verwunderlich, dass ich mir auch dieses Buch von ihr kaufen muss und dass auch dieses Buch wie alle anderen Bücher dieser Reihe 5 volle plus Sterne von mir bekommen hat. Vielleicht sage ich erstmal kurz, worum es geht. Es geht um Karen Slaughter und ihr neues Buch Schwarze Wut. Das Ganze ist im Lavallée Verlag erschienen, hat, soweit ich mich erinnere, 508 Seiten an der Zahl. Also für einen Thriller doch nicht ganz so wenig, aber ja, sie verfliegen im Flug. Der Schreibstil von der Autorin ist einfach grandios. Ich kann dazu nichts anderes sagen. Ich hole vielleicht mal zuerst ein bisschen aus, denn Karen Slaughter generell, wie gesagt, begleitet mich schon ja so mein ganzes Leben. Also ich habe ja so ungefähr mit 16, meine ich, angefangen, Thriller zu lesen. Aber ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, weil zu Thrillern kommt jetzt nochmal die nächsten Tage noch ein spezielles einzelnes Video. Und dann habe ich angefangen mit der Reihe quasi um Sarah Linden. Das ist auch hier unsere Protagonistin. Und ja, die Reihe oder die... Ja doch, es ist ja eine Reihe, die fängt an mit Belladonna. Das ist quasi das erste Buch von Karen Slaughter, worum es um Sarah Linden geht. Und dieses Buch, beziehungsweise sie hat immer so ein paar Abgrenzungen gemacht. Das heißt, die ersten Bücher haben in, ich weiß nicht mehr genau wo, in einem anderen Bundesstaat auf jeden Fall gespielt. Und das hier ist jetzt der fünfte Teil der Georgia-Reihe oder der Sarah Linden und Will Trent-Reihe, wenn man das so sagen möchte zum Beispiel. Und ja, ich sage vielleicht erstmal ganz kurz, worum es hier geht, denn in dem Buch geht es auch wieder um Sarah Linden und um Will Trent. Die beiden kennen wir jetzt schon quasi seit ja, 4 Büchern, denn das ist der 5. Teil, habe ich ja, meine ich, schon gesagt. Und in dem Buch geht es um ja, einen Undercover-Einsatz, den Will Trent quasi vollziehen muss. Der ja, verwickelt ihn irgendwie in die Drogengeschäfte, die in Macon stattfinden. Das ist halt auch eine Stadt in Georgia. Und... wie es der Zufall so will, ja, machen wir noch Bekanntschaft mit einer Person, die uns aus den Büchern von der vorherigen Reihe um Sarah Linden bekannt sein dürfen, also um die ersten Bücher von Karen Slaughter, nämlich Lena Adams. Also jeder, der Karen Slaughter kennt und auch schon mehrere Bücher von ihr gelesen hat, auch schon ältere Bücher, der wird Lena Adams kennen und auch die, ja, vielleicht, ja, vorherrschenden Vorurteile gegenüber ihr gegenüber. Denn ja, ich persönlich mochte sie nicht. Ich meine, das, ihr mögt sie wahrscheinlich alle nicht, wenn ihr die Bücher und auch das Ende der ersten Reihe sozusagen kennt. Ja, ein sehr, sehr schwieriger Charakter. Und genau so fängt es hier auch mal wieder an, denn Lena Adams scheint sich wohl irgendwie ziemlich reingeritten zu haben. Sie ist in Macon recht weit aufgestiegen und leitet dort oder hat dort eine Razzia geleitet, um einen Fixertreff ja aufzulösen, aufzusprengen sozusagen. Und die ganze Abteilung von ihr ist einem riesigen, großen, ja, Drogenbaron, sage ich jetzt mal, auf der Spur. Und Will wird auf diesen Fall auch angesetzt. Denn, ja, es läuft nicht alles ganz so glatt. Und, ja, der Freund von Lena Adams liegt im Koma, wird quasi bei einem Überfall auf die beiden sehr, sehr schwer verletzt und schwebt sozusagen in Lebensgefahr. Und, ja, Will mischt sich so ein bisschen ein und versucht so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, indem er ja quasi vorgibt, auch zu den Bad Boys, zu den bösen Jungs zu gehören, obwohl er eigentlich auch Polizist ist, also ein super herzensguter Mensch. Ich mag Will wirklich total gerne und auch Sarah und Will zusammen. Also es ist für mich so ein kleines Traumpaar. Und da wir alle wissen, wie der erste Teil ausgegangen ist, beziehungsweise die erste Reihe, ich möchte da nicht näher drauf eingehen, weil sonst würde ich euch vielleicht spoilern, das möchte ich nicht. Ja... ist es vielleicht für den einen oder anderen Leser schwer zu verstehen, warum Will sich auf Lena einlässt, beziehungsweise ja in die Ermittlung sozusagen einmischt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum er Sarah davon nichts erzählt. Denn ja, er verheimlicht sozusagen diesen Einsatz vor ihr. Sie hat auch öfter mal mit der Polizei zu tun, also im positiven Sinn, also sie hilft bei Ermittlungen, denn sie war ja früher Pathologin auch und Kinderärztin, beziehungsweise Ärztin generell und konnte so halt schon oft mithelfen. Und ja, in diesem Fall möchte Will halt nicht, dass sie Wind davon bekommt, dann ja, sie und Lena sind natürlich nicht ganz so gut aufeinander zu sprechen. Was allerdings der große, große Haken an dieser Sache ist, dass, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, ich glaube, ich sage es lieber nicht, denn zwischen dem Mann von Lena Adams und Sarah besteht eine ganz gewisse Verbindung, die ich jetzt nicht näher erläutern möchte. Denn dann würde ich euch auf jeden Fall spoilern. Und das ist der Grund, warum Sarah sich vielleicht ja auf den Weg nach Macon machen würde. Und was würde passieren, wenn er und Sarah aufeinandertreffen? Denn
Ja, das würde wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Und das ist das große Geheimnis und auch die Frage, die sich in diesem Buch stellt und auch die Frage nach diesem Drogenbaron und wie Will sich da einlebt. Und ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich fand. Auch die ganzen Charaktere, die wir ja schon kennen und lieben und dann prallen sie so aufeinander und ja, quasi rein theoretisch spielt Will ja auf der anderen Seite und muss gegen andere Cops sozusagen auch agieren, um seine ja, Undercover-Tarnung nicht auffliegen zu lassen. Und das ist sehr, sehr schwer und ich habe das Buch, ich weiß gar nicht, ich habe es in meinem letzten Vlog erwähnt, recht schnell gelesen, soweit ich mich erinnere. Es war auf jeden Fall wie immer grandios geschrieben. Also, was soll ich dazu sagen? Wenn ihr Karen Slaughter kennt, dann werdet ihr dieses Buch ja auch lieben. Eins muss ich noch sagen, ich hatte wie gesagt von Karen Slaughter alles gelesen. Ich habe auch alle Bücher hier. Ein Buch habe ich noch nicht gelesen, das war aus dem HarperCollins Verlag, dieses Pretty Girls, genau. Und das letzte Buch, was ich von Karen Slaughter gelesen habe, war ja Cop Town, was ja auch nicht zu der Reihe wirklich gehört, hier um Sarah Linton. Und das hatte mir nicht gefallen. Das war ja so ein bisschen in der Vergangenheit. Da ging es um Wills Chefin sozusagen, was ich sonst auch super interessant fand, aber mit so starken Rückblenden, wo es eine Zeit war, wo Frauen noch nicht bei der Polizei anerkannt waren, was mir ja nicht so zugesagt hat, weil ich so Ungerechtigkeit nicht so gerne mag und darüber auch nicht so viel lesen möchte. Dieses Buch hat mich wieder einmal bestätigt, Karen Slaughter ist der Hammer. Also diese Frau kann schreiben, ja, grandios. Ich liebe die Reihe. Ganz, ganz toll. Der Schreibstil ist sehr, sehr leicht und locker, obwohl es ein sehr, sehr schweres Thema ist. Man fühlt mit dem Protagonisten mit. Also ich habe mit Will und mit Sarah gelitten und ich konnte alles nachvollziehen. Ich war sauer, ich war wütend, ich war fassungslos, ich war verliebt auch mit und es ist einfach, was soll ich dazu sagen? Ich mag die Reihe total gern. Ich mag Karen Slaughter total gern. Ich würde mir wünschen, sie würde mal nach Deutschland kommen. Ich würde ja alle meine 30.000 Bücher zum Signieren hinschmeißen und ja, sie überhäufen mit meinen Wunderungen. Und ja, also ich mag sie total gern. Das ist eine ganz, ganz tolle Frau. Was man so weiß zumindest, zumindest von ihren Büchern her. Also sie kann ganz, ganz toll schreiben. Ich mag sie furchtbar gern. Und ich würde sagen, ich glaube, ich habe schon echt viel gequatscht für ein Buch, wo man gar nicht so viel erzählen kann, weil bei Thrillern kann man ja doch recht viel vorwegnehmen. Nur so viel für alle Karen Slaughter-Fans und die, die es vielleicht auch mal werden möchten. Ganz, ganz große Empfehlung. Wenn ihr die Reihe noch nicht kennt, aber euch so ein bisschen angesprochen fühlt von Thrillern, wo vielleicht auch so ein bisschen Mini-Erotik drin ist. Also so, es gibt ja Bücher bei Thrillern, so Psychothriller zum Beispiel, da kommen gar keine Sexszenen sozusagen vor. Bei den Büchern ist es nicht der Fall. Da gibt es immer eine Liebesgeschichte, die sich noch abspielt im Hintergrund und ein paar heißere Szenen, sage ich jetzt mal. Ich mag das in dem Kontext mit Thrillern total gerne und Karen Slaughter kann das einfach super beschreiben. Und ja, generell kann ich euch wirklich die Reihe nur empfehlen. Aber wie gesagt, wenn ihr sie noch nicht kennt, dann würde ich euch echt raten, mit Belladonna anzufangen. Denn ihr habt auf jeden Fall was verpasst, wenn ihr Thriller mögt und Karen Slaughter nicht kennt. Lest auf jeden Fall erst Belladonna. Ich setze euch den Link zu diesem Buch und auch zu Belladonna, also dem ersten Teil, in die Infobox. Dann werdet ihr wahrscheinlich verstehen, warum ich die Bücher so sehr liebe. Denn ja, das ist eine ganz, ganz große Liebe. Und ich muss auch sagen, die Cover finde ich echt schön. Die sind alle, zumindest jetzt aus dieser Blau Vallée, aus dieser neuen Hardcover-Ausgabe, sehen die echt alle wunderschön aus. Alle so ein bisschen rot, weiß, schwarz. Ich mag das sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich mich dementsprechend auch zurechtgemacht. Und ja, schreibt mir unheimlich gerne in die Kommentare, ob ihr schon ein Buch von Karen Slaughter gelesen habt, ob ihr vielleicht auch dieses schon gelesen habt, wie ihr die Autorin generell und die Reihe findet und Sarah Linton und Will vor allem. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Will und ja, ich bin sehr, sehr glücklich für, oder ich freue mich sehr für die beiden und bin sehr, sehr glücklich und ich würde mich über eure Meinung freuen, über Kommentare zu diesem Buch auch gerne. Und würde sagen, ich verabschiede mich dann schon an dieser Stelle für heute, denn ich habe schon genug gequatscht und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Bis dann. Tschüss.